Debatte hat Johannes Selle von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, das Anliegen dieses Antrages ist, die Interessen von indigenen Bevölkerungsschichten zu wahren und auch die Schöpfung zu bewahren. Und dieses Anliegen teilen wir ausdrücklich in unserer Fraktion. Aber unser Anliegen ist es auch, in der Entwicklung schneller voranzukommen, Arbeitsplätze zu schaffen, Zukunftsperspektiven zu schaffen. Und dazu brauchen wir die Privatwirtschaft. Das dürfte unstrittig sein. Und die Privatwirtschaft braucht einen starken Finanzierungspartner. Und wir können froh sein, dass unsere Betriebe eine kompetente Begleitung durch die DEG haben. Sie sind ja selbst bei den Delegationsreisen dabei, wenn wir die Reputation unserer Durchführungsinstitutionen entgegennehmen, DEG, KfW und auch GEZ. Und bei der DEG werden große Beträge umgesetzt, Milliardenbeträge. Und da gibt es Musterbeispiele. Eins davon ist zum Beispiel Peru, wo im landwirtschaftlichen Bereich 10.000 Menschen ein Auskommen bekommen haben. Beim Projekt mit dem deutschen Unternehmen Mobisol wird Solarstrom in den ländlichen Bereich gebracht. Das ist doch alles ein positives Beispiel. Das sind große und wunderbare Beispiele. Aber bei einem Infrastrukturprojekt werden Flächen verbraucht. Und bei einem Infrastrukturprojekt müssen auch Leute umgesiedelt werden, genau wie in Deutschland. Und bei solch großen Projekten gibt es Kritik, teilweise auch berechtigte Kritik, genau wie in Deutschland. Damit müssen wir umgehen, und da ist die DEG dazu bereit. Aber wegen eines schwarzen Schafes die ganze Herde verunglimpfen zu wollen, das dürfen wir auch nicht zulassen. Ja. Die DEG führt vor ihren Investitionsentscheidungen sorgfältige Sozial- und Umweltverträglichkeitsprüfungen durch. Sie verpflichtet die Partner auf die Standards der Weltbank und der Internationalen Arbeitsorganisation. Und diese Standards gelten teilweise in den Ländern, wo sie aktiv sind, gar nicht. Das heißt, auch bei der Durchsetzung dieser Standards liefert die EEG einen Entwicklungsvorschub. Das darf man dabei nicht außer Acht lassen. Wenn wir diesen Antrag so beschließen, mit den ausufernden Forderungen für Einspruchsrechte und Risikoprüfungen, dann passiert eins: Die Verfahren werden unheimlich lange und die Kosten gehen in die Höhe. Und das bedeutet, die Partnerländer wenden sich anderen Gebern zu, die wesentlich pragmatischer sind, zu China zum Beispiel. Und dann werden weniger Standards eingehalten. Und das kann auch nicht Ziel unserer Entwicklung sein. Wir als Gesetzgeber schützen sensible Bereiche aus gutem Grund. Erfolgreiche Unternehmertätigkeit braucht einen Bereich der Vertraulichkeit, sonst verlieren Sie diese Unternehmen. Die DEG geht ziemlich weit, in Absprache mit den Partnern entsprechende Projektinformationen zu veröffentlichen. Im Jahre 2014 wurde das Beschwerdeverfahren angefangen. Und das Beschwerdeverfahren wird ja auch genutzt, gerade in dem Fall von Barro Blanco, was Sie hier gemacht haben. Und der Staatssekretär hat gesagt, dass es eben auch eine Sache des Staates ist und nicht alles an unserer Durchführungsinstitution festgemacht werden kann. Industrielle Methoden in der Landwirtschaft anzuwenden, um die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern, ist eine linke Idee. Und Sie wollen große Agrarbetriebe verbieten. Ich kann nur sagen, dass wir im Osten Deutschlands Agrargenossenschaft haben, die zukunftsfest sind und die erfolgreich tätig sind. Bei dem Verbot, große landwirtschaftliche Betriebe zu unterstützen, werden wir Ihnen auch nicht folgen. Bei den Herausforderungen, vor denen wir in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit stehen, da brauchen wir eine starke DEG, und die DEG braucht unsere Unterstützung.